Der FC Elmshorn mischt die Oberliga auf, als Aufsteiger derzeit Platz 1 in Hamburgs höchster Spielklasse. 15 Siege, 2 Unentschieden und nur zweimal verloren. 6 Punkte Vorsprung zu Verfolger Kurslack. Eine Bilanz, von der andere Vereine nur träumen. Wir haben ja eigentlich nie einen Hehl draus gemacht, dass wir oben mitspielen wollen. Wir haben von vornherein gesagt, wir steigen nicht auf, um irgendwo um den Klassenerhalt zu spielen. Das obere Drittel war satt. Das war kein Geheimnis. Die ersten 4 war intern so ein bisschen herausgegeben. Gut, und jetzt zählt nur noch Platz 1. Und auch der Sprung in die Regionalliga wird heiß diskutiert. Die Anlage an der Wilhelmstraße vom Norddeutschen Fußballverband als Regionalliga-tauglich eingestuft. Nur noch der Feinschliff fehlt. Was vor einiger Zeit noch undenkbar war, scheint in Elmshorn zum Greifen nah. Bis Freitagmorgen waren sie bei 1%, dass wir bei einer eventuellen Meisterschaft aufsteigen würden. Heute liegen sie sicherlich bei weit über 50%. Wir haben die letzten Nächte wenig geschlafen, wir haben viel gearbeitet, viele Konzepte entworfen und werden noch vor Ostern bekannt geben, ob wir im Falle der Meisterschaft aufsteigen würden. Der Klassenerhalt in Liga 4 die höchste Priorität. Das Konzept soll aber das gleiche bleiben. Der FC Elmshorn setzt auf Spieler aus der Region. Nur bei einem Namen würde der FCE eine charmante Ausnahme machen. Wir haben gestern gerade darüber philosophiert, dass Michael Ballack könnte nochmal wieder zurückkommen. Wir brauchen einen guten Sechser, falls Fabian Böwig beruflich immer mehr eingespannt ist. 15 Ligaspiele und vielleicht noch ein paar Pokalbegegnungen. Ein Mammutprogramm für Ziller, Lüneburg und Co. Aber machbar mit dieser Mannschaft. Wir haben eine super Truppe. Menschlich und wie auch fußballerisch passt das alles sehr, sehr gut. Wir verstehen uns alle auch privat sehr gut. Und ja, die Stimmung stimmt. Wir sind da momentan, glaube ich, auf einer Welle und spielen zudem noch einen ganz guten Ball. Die Oberliga-Fußballer des FC Elmshorn sind auf Kurs. Das Erfolgsgeheimnis, Kampfgeist, Zusammenhalt und ein ausgeglichener Kader. Vater des Erfolgs ist und bleibt Trainer Achim Hollerith. Die Frage nur, lenkt er auch im nächsten Jahr die Geschicke an der Wilhelmstraße? Aber wir haben das Glück, dass seine Frau und sein Hund Hamburg sehr mögen. Und insofern gehen wir davon aus, dass er auch noch ein Jahr in Hamburg bleiben möchte. Die Meisterschaft, der Aufstieg und der Pokalsieg wären das perfekte Trio für den FC Elmshorn und Strippenzieher Helge Melzer. Er soll auch in Zukunft dem Verein erhalten bleiben. In welcher Funktion, das wird sich bis Ostern zeigen.